viele gute Gründe, Digital Media Management zu studieren, weil ein enormer Bedarf in der Industrie da ist. Gefühlt könnte ich dreimal mehr Absolventen in der Wirtschaft unterbringen, als ich tatsächlich zur Verfügung habe. Das Lustige bei Digital Media Management ist, dass es kein typisches Berufsbild gibt. Wenn man mehr kreativ orientiert ist, dann kann man in die Werbung gehen und beispielsweise digitale Werbekampagnen entwickeln. Wenn man mehr technisch orientiert ist, kann man technische Projektleitungen machen. Und wenn man ein Unternehmertyp ist, dann im Grunde kann man sein eigenes Startup. Ich glaube, ein ganz besonderes Highlight in der Studienrichtung Digital Media Management ist, wenn wir im Lehrprojekt im fünften Semester Geschäftsmodelle entwickeln. Also besser gesagt, das mache nicht ich, sondern das machen die Studenten eigenständig. Und das Ganze läuft darauf zu, auf ein Event wie bei der Höhle der Löwen auf Vox. Das heißt, am Semesterende pitchen die Studierenden ihre Geschäftsideen vor echten Unternehmern und Investoren. Und das Schöne daran ist, im darauffolgenden Praxissemester können sie tatsächlich ihr eigenes Startup gründen, wenn sie Lust dazu haben. Keiner wird dazu gezwungen, aber jeder hat dazu die Chance. Und das besonders Schöne ist, wir hatten tatsächlich schon erfolgreiche Gründungen von Digital Media Management Absolventen. Einer von denen hat sogar schon seine eigene Firma verkauft, das heißt, er hat einen sogenannten Exit gemacht und das sind natürlich so Highlights. Bei Digital Media Management liegt der Schwerpunkt auf Management. Es geht darum, um Geschäftsmodelle, Technik, Grundlagen, also das Internet muss man verstehen, um Design. Und es geht natürlich auch um Inhalte. Ja, und dann halt eben noch ein solides betriebswirtschaftliches Grundverständnis oben drauf gesetzt und fertig ist der Digital Media Manager.